Phil Laude. Okay, Leute, die Lage ist ernst. Orange ist verschwunden. Es ist davon auszugehen, dass sich unter uns ein Imposter befindet, der uns nacheinander umbringen will. Die Frage ist nur, wer? Geil, ist ja wie Werwolf. Ja, nur dass es hier wirklich um Leben und Tod geht. Und der als erstes spricht, ist immer der Werwolf. Lass Red killen, er ist richtig sus. Bitte was? Sus, das ist die coole Abkürzung für suspicious. Boomer. Blue, das ist hier kein verdammtes Spiel. Wir sind kurz davor, jemanden aus der Luftschleuse zu werfen. Ja, warum eigentlich? Ich meine, wir sind die Elite unserer Zivilisation. Wir sind Lichtjahre von zu Hause entfernt auf einer entscheidenden Mission und jeder von uns ist dafür verdammt wichtig. Es muss eine andere Lösung geben. Also für eine Elite haben wir ganz schön beschissene Outfits. Stimmt. Ja. Rassistisch auch irgendwie, ne? Ja, könnte auch Zufall sein. Ach ja? Zufall? Ja gut, also ich erkenne da auch ein Muster. Aber können wir bitte mal beim Hauptproblem bleiben? Dem Imposter, der uns umbringen will. Die Frage ist doch, was ist sein Mordmotiv? Wieso will er uns töten? Weil er ein Psychopath ist? Vielleicht fühlt er sich auch einfach missverstanden. Vielleicht will er nur über alles reden, sich öffnen. Eine tiefenpsychologische Gesprächstherapie gegen das Imposter-Syndrom. Jo, das macht Sinn. Ja, wie praktisch, wir sitzen ja schon im Stuhlkreis. Ha, die anonymen Alkoholeriker. Versteht ihr? Wegen Al und Choleriker, also Du warst noch nie lustig. Ja, Mann, halt's Maul. Warum trage ich eigentlich Pink? Leute, lasst alle Blue killen, er stellt mir eh immer nach im Security. Kommt schon. Ich hasse Pink. Ruhe. Ja, wenn der Mörder möchte, kann er sich uns jetzt öffnen. Das ist hier wirklich ein Safe Space. Also nicht super safe, aber es ist Space, super viel Space auf jeden Fall. Niemand? Was ist mit dir, Braun? Du bist die ganze Zeit so still. Was soll denn sein? Mir geht's blendend. Das ist doch alles super hier. Na, wir sind mitten im Weltraum auf einem beschissenen Raumkreuzer, wo überhaupt nichts funktioniert. Ständig muss repariert werden und ihr seid alle zu blöd, um irgendwas richtig zu machen. Ja, du kannst nicht mal eine Chipkarte benutzen, du kannst keine bunten Kabel miteinander verbinden und ich bin der Einzige, der das Laub wegmacht. Die ganze Zeit, und wo kommt das überhaupt her? Mitten im Weltraum, kann man das mal einer erklären? Ich hab so einen Hals, mir steht die Scheiße bis ganz oben hin und ich hätte Grund, jeden Einzelnen von euch umzubringen. Nacheinander. Wer ist für Braun? Ja, Braun, schön, dass du dich geöffnet hast. Dann öffnen wir jetzt die Luftschleuse. Leute, ich würde euch ja nie wirklich umbringen. Das war ja... Doch das ist doch hier eine Riesenverschwörung. Also ihr habt kein Recht, mich einfach so aus der Luftschleuse zu... Volksverräter! Keine einfache Entscheidung, aber die richtige. Ja, genau. Ey, ist absolut legit, Digga. Safe, gab ja keine anderen Alternativen. War ja quasi Safe-Report. Ich meine, er hat Orange getötet. Boah, Digga, hab ich halt abgesagt gerade. Alter, ich war gefühlt 3 Tage auf dem Scheißhaus, ey. Und dann war auch noch das Klopapier alle, ja. Und dann musste ich das ganze Laub. Zum Glück haben wir so viel Laub. Wo kommt eigentlich das ganze Laub? Was ist denn hier los? Ja, so eine miese Stimmung. Sind wir gestorben oder was? Leute, wo ist denn eigentlich Braun? Hoppala. Hoppala! Mehr vom Volksverräter gibt's hier oder ihr seht euch die da oben an. Keine einfache Entscheidung, aber die richtige. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao mit V.